Exotische Geschichten, die wir aus den Erzählungen von Tausend und einer Nacht kennen, haben ihren Ursprung im südarabischen Oman. Von hier aus brach Sindbad, der berühmteste aller Seefahrer, zu seinen Reisen auf und hierher kehrte er zurück. Von allen Staaten der arabischen Halbinsel besitzt das Sultanat noch am meisten von der altarabischen Atmosphäre. Oman blickt auf eine lange, eigenständige Geschichte zurück, ist seit Tausenden von Jahren die Heimat unbeugsamer Bergstämme und seefahrender Händler, verfügt über uneinnehmbare Festungen sowie weltoffene Hafenstädte und versucht heute mit Bedacht, seine Traditionen mit den Herausforderungen der Moderne in Einklang zu bringen. Die große Sultan Qaboos Moschee ist die Hauptmoschee im Oman und eine der weltweit größten. Sie gilt als eines der wichtigsten Bauwerke des Landes. Die Errichtung der Anlage wurde 1992 von Sultan Qaboos mit der Vision einer omanischen Zentralmoschee beschlossen. Nach einem beschränkten Architektenwettbewerb wurde 1995 mit den Bauarbeiten begonnen, die 2001 mit der feierlichen Eröffnung abgeschlossen werden konnten. Der Gesamtkomplex wurde aus 300.000 Tonnen indischem Sandstein errichtet und erstreckt sich insgesamt über 4 Hektar Fläche. Er besteht aus einer großen Männergebetshalle, einer kleineren Frauengebetshalle, 5 Minaretten, 2 großen Bogengängen, einem islamischen Informationszentrum sowie einer Bibliothek. Ziel des Bauprojekts war neben der Errichtung der größten Freitagsmoschee die Schaffung eines Zentrums zur Verbreitung der islamischen Religion ibadithischer Ausrichtung, das der Förderung islamischer Literatur und Kultur dienen sollte. Als Standort wurde ein 416 Hektar großes Areal im Gemeindegebiet von Al-Ghubra im Verwaltungsbezirk Baschwar im Gouvernement Maskat gewählt. Dieser eignete sich besonders durch die zentrale Lage an der Hauptstraße zwischen Maskat und Sieb und der damit verbundenen guten Verkehrsanbindung im Zentrum der Muscat Capital Area. Außerdem können die vielen Passanten auf dieser wichtigen Transitroute die Moschee gut vom Auto aus sehen. Der Baugrund wurde gemäß der omanischen Bautradition über Straßenniveau aufgeschüttet, um der Moschee einen erhabenen Platz zu sichern. Die Baukosten wurden ursprünglich mit 18 Millionen omanische Rial kalkuliert. Dies entspricht etwa 47 Millionen US-Dollar oder 33 Millionen Euro. Die tatsächlichen Baukosten werden allerdings auf mindestens das Doppelte geschätzt. Wurde 2001 von Sultan Qaboos durch ein königliches Dekret beschlossen. Nach einem beschränkten Architektenwettbewerb im Jahr 2003 ging das Architekturbüro Wimberly Ellison Tong & Go als Sieger hervor
und wurde mit der Gesamtplanung beauftragt. Der Baustil orientiert sich am modernen omanischen Baustil öffentlicher Gebäude, der Elemente verschiedener Bautraditionen verbindet. Auf dem Fischmarkt von Mutra werden Traditionen hochgehalten. Nur Omanis dürfen hier Fisch fangen, zerkleinern und mit ihm Handel betreiben. Entsprechend stolz sind die Männer auf ihr Gewerbe. Der Besuch des Marktes gleicht einem Spaziergang zwischen Sardinen, Tintenfischen und Krabben. Neben der Halle befindet sich ein kleiner Strand. Etwa 20 blau-weiß gestrichene Boote liegen hier, dazwischen tummeln sich Hunde, die erschrocken zurückweichen, sobald man sich ihnen nähert. Fischernetze liegen aufgetürmt, es riecht nach nassem Sand und Fisch. Das traditionelle Leben des Omans findet vor allem auf den Märkten, den sogenannten Souks, statt. Einer der ältesten der arabischen Welt ist der Mutra-Souk, der auf eine lange Vergangenheit von über 200 Jahren zurückblicken kann. Schon damals diente der Marktplatz aufgrund seiner Nähe zum Wasser als hochfrequentierter und beliebter Umschlagplatz für Handelsware aus aller Welt. Aus Indien, China und anderen orientalischen Ländern kamen Händler mit schwer beladenen Schiffen in den Hafen von Maskat und boten aromatische Gewürze, feine Stoffe, edlen Schmuck und exotische Kräuter an. Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung alter Waffen, Haushaltsgeräte und Kostüme. Die meisten davon stammen aus der privaten Sammlung des Besitzers. Außerhalb des Museums befindet sich ein vollwertiges omanisches Dorf mit Souk. Um 1970 begannen die Abbrucharbeiten am Vorgängerbau, dem Bayt al-Alam-Palast. Dieser wurde 1972 durch den im anglo-indischen Stil gehaltenen Qasr al-Alam ersetzt. Hierfür wurde das gesamte Hafenviertel zwischen dem Fort al-Mirani und der ehemaligen britischen Botschaft abgerissen und in die Palastanlage integriert. Mitte der 1970er Jahre wurde außerdem das von indischen Händlern bewohnte Viertel Albanien dem Erdboden gleichgemacht und ebenfalls mit in die Palastanlage einbezogen. Alte, teilweise prächtige Wohnhäuser, der Souk und der indische Hindu-Tempel sind modernen Verwaltungs- und Wohngebäuden gewichen. Das 6-Sterne-Hotel Al-Bustan Palace östlich von Muscat ist die absolute High-End-Unterkunft des omanischen Tourismus und eine der luxuriösesten Residenzen, die der Oman zu bieten hat. In dem edlen Märchenhotel fühlt sich jeder Gast wie ein Sultan oder Scheherazade aus Tausend und eine Nacht. Der schneeweiße Prachtbau liegt in Mutra, knapp 10 Kilometer vom Stadtzentrum Muscats entfernt, inmitten einer grünen Oase, umgeben von einer schroffen Felslandschaft.
Barka ist eine Küstenstadt in der Region Albertina im nördlichen Oman. Sie ist etwa eine Autostunde vom Zentrum der Hauptstadt Maskat entfernt. Die Stadt ist überregional bekannt für ihren großen Fischmarkt, der zunehmend auch von Touristen besucht wird. Das Fort im Ortskern ist ebenfalls einen Besuch wert. Seit den 1990er Jahren ist dort unter anderem das Oman College of Science and Technology angesiedelt. Die Festung Bayt Naaman ist eigentlich keine Festung, sie sieht nur mächtig und furchteinflößend aus. Bayt Naaman ist in Wahrheit ein behaglich eingerichteter Wohnturm in der Ortschaft Naaman, etwa 5 Kilometer von Barka am Golf von Oman entfernt. Bayt Naaman wurde in den Jahren 1691 und 1692 von Imam Saif bin Sultan I. und seinem Bruder Imam Bil-Arab bin Sultan als persönliches Wohn- und Gartenhaus errichtet. Rund um die Festung ließen sie angeblich sagenhafte 30.000 Dattel und 6.000 Kokospalmen pflanzen. Die imposante Festung von Nakhal, auch Hussein al-Hem genannt, ragt oberhalb des Ortes auf einem 60 Meter hohen Felsen empor und liegt inmitten von idyllischen Dattelgärten. Der Steinblock steht völlig frei und es scheint, als wäre das Fort direkt aus dem Fels gewachsen. Teile des Berges sind tatsächlich in die Mauern der Festung integriert. Etwa 3 Kilometer hinter der Festung von Nakhl erreicht man nach einer Fahrt durch einen idyllischen Palmenhain und vorbei an Gärten mit herrlich blühenden Bougainvilleen die heißen Quellen von Ain Tobara im Wadi Hammam. Sie sind ein beliebtes Ausflugsziel bei den Omanis. Wer am Wochenende hierher kommt, erlebt quirligen Alltagstrubel, wenn sich Jugendliche und Familien zum Picknick, Grillen, Musizieren und Entspannen treffen und natürlich zum Baden, obwohl das offiziell gar nicht gestattet ist. Sultan Qaboos ließ 1983 den Pariser Parfümeur Guy Robert, der bereits für Häuser wie Hermès, Dior und Gucci gearbeitet hatte, mit der Kreation eines neuen Duftes beauftragen. Budget gab es keines. Robert sollte einfach alles vereinen, was das arabische Land ausmacht. Rosenwasser, Myrrhe und selbstverständlich Weihrauch. Das Ergebnis ist Amouage, eine mittlerweile internationale Luxusduftmarke. Die Doline liegt etwa 120 Kilometer von Maskat entfernt, an der Landstraße 17, auf halbem Weg nach Sur, nahe der Ortschaft Bimma. Sie befindet sich in einem umzäunten, parkähnlich angelegten Areal, dem Habiyat Najm Park.
Der nahegelegene Golf von Oman hat im Laufe der Zeit die Küstenregion unterhalb des Hadscha-Gebirges unterspült und in dem weichen Sandstein Höhlen gebildet. Die Doline ist durch den Einbruch des Deckgesteins entstanden. Die beiden Wadis Shab und Tiwi gehören ohne Zweifel zu den schönsten im Oman. Nur eine Dreiviertelstunde nördlich von Sur gelegen, sind die Wadis ein Must-See für jeden Oman-Reisenden. Beide wurden leider vom verheerenden Zyklon, der den Oman im Jahr 2007 heimsuchte, stark verwüstet. Die Natur hat die Schäden in den Wadis jedoch zum Großteil wieder repariert und die beiden Täler erstrahlen mittlerweile ganz in ihrer gewohnten landschaftlichen Pracht. Es gibt nur noch wenige Orte auf der Welt, an denen noch die traditionellen Boote der arabischen Welt, die Dhows, entstehen. Sur im nordöstlichen Oman ist einer davon. Das Dhow-Museum unter freiem Himmel und die Dhow-Werften in der einst für den Seehandel äußerst bedeutsamen omanischen Hafenstadt sind hier heute die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Neben heimischem Holz wird für den Bau der Dhows auch Baumaterial aus Indien, Malaysia und Myanmar verwendet. Aus elastischer Zeder oder Akazie entsteht der Rumpf, für Kiel und Planken wird robustes Teakholz verwendet. Der Wadi Bani Khalid liegt rund 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Maskat und rund eine halbstündige Autofahrt von der Hafenstadt Sur entfernt. Unmittelbar südlich der natürlichen Touristenattraktion beginnt die Wahiba-Wüste. Der Flusslauf selbst befindet sich im Hadschar-Gebirge. Bei einer Wanderung durch den ausgetrockneten Wadi ist man stets von hohen Bergen umgeben. Die Idylle kann durchaus täuschen. Viermal im Jahr wird der malerische Wadi Bani Khalid zu einem reißenden Strom. Zu sehen, wie die Wassermassen ihren Weg durch das Gebirge erobern, ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, das man allerdings von einem sicheren Beobachtungsposten aus genießen sollte. Im Wadi Bani Khalid zeigen sich zudem verschiedene Gesteinsarten in unterschiedlichen Farben. Ein Anblick, der nicht nur Geologen fasziniert. Die Rimal al-Wahiba, Wahiba Sands oder Sharqiya Sands ist eine Wüste in der Region Janub Ash-Sharqiya im Osten des Oman. Das Gebiet erstreckt sich über 180 Kilometer von Norden nach Süden und ist etwa 80 Kilometer breit. Die Flächenausdehnung beträgt rund 12.500 Quadratkilometer. Die großen Dünen im Norden verlaufen parallel zueinander in Nord-Süd-Richtung, wie selbst auf dem Satellitenbild noch gut zu erkennen ist. Dazwischen befinden sich in zwei der inmitten der Dünen entstehenden Trichter Fahrstrecken, die mehrmals täglich von Beduinen und Besuchern mit Allradfahrzeugen befahren werden. Diese Strecken sind nicht abgesteckt oder befestigt, sondern bilden sich ausschließlich durch Reifenspuren vorangehender Fahrzeuge.
Etwa 20 Kilometer südlich des Nordendes befinden sich mehrere Touristencamps, die teilweise neuerdings auch über eine Schotterpiste erreicht werden können. In der Mitte der Wahiba Sands befinden sich einige Beduinenbehausungen. Mittlerweile leben sogar einzelne Menschen aus Indien und Bangladesch dort. Der berühmte Markt von Ibra ist neben dem Suq in Mutra der größte und lebendigste im Oman. Ibra ist vor allem für seine exquisiten Handarbeiten und köstlichen Früchte sowie Gemüsesorten bekannt. Zahlreiche Stände bieten außerdem Fisch, Fleisch, Gewürze sowie Gold und Silber an. Letzteres gilt übrigens als das Feinste im gesamten Oman. Schon von Weitem sieht man die Wachtürme auf einem kleinen Hügel, um die herum sich der Ort ausbreitet. Hier kann man noch einige sehr gut erhaltene Lehmbauten entdecken. Al-Mudayrib hat sich viel von seinem ursprünglichen Erscheinungsbild und Charakter sowie seiner Atmosphäre bewahrt, obgleich auch hier Neubauten rings um die alte Siedlung entstehen. Die ältesten noch erhaltenen Gebäude Al-Mudayribs stammen aus dem 18. Jahrhundert. Der vergleichsweise gute Zustand ihres Mauerwerks ist der soliden Bauweise zu verdanken. Die Steine wurden mit einer Mischung aus Lehm und Gips verbunden. Birkat al-Maus ist ein traditionelles Dorf in der Region Nisswa. Auf dem Weg nach Jebel Akhtar gelegen, ist es ein bezaubernder Zwischenhalt, der einen in die Vergangenheit zurückversetzt. Man kann hier die Ruinen jener Stämme erkunden, die in diesen von Plantagen umgebenen Bergen lebten. Hier befindet sich ebenfalls das traditionelle Bewässerungssystem Falaj, das auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht. Das Schloss von Jabrin ist ein auch als Fort bezeichnetes Wohnschloss aus dem Mittelalter in der Wüste Omans im gleichnamigen Ort. Es liegt in der Region Ad-Dakhiliya, etwa 5 Kilometer vom Ort Bachla und 180 Kilometer von der Hauptstadt Maskat entfernt und wurde 1670 von Sultan bin Saif al-Ya'arubi ursprünglich als Wohnschloss konstruiert und genutzt. Seitdem es nicht mehr bewohnt wird, gilt es als Sehenswürdigkeit. 1984 wurde eine umfangreiche Sanierung durchgeführt. Die Ausstellungsgegenstände im Inneren umfassen diverse Möbel und Gebrauchsgegenstände,
die den Flair des ehemaligen Hoflebens im Oman an seine Besucher vermitteln sollen. Das Gebäude selbst ist unter anderem durch oftmals aufwendige Holzschnitzereien, Deckenmalereien und Stuckarbeiten verziert. Niswa ist eine Oasenstadt im Herzen von Oman am Fuße des Jebel Akhtar. Umgeben von grünen Gärten und ausgedehnten Palmenhainen gehört die Stadt, deren Siedlungsgebiet heute über 100.000 Einwohner umfasst, zu den sehenswertesten Orten des gesamten Landes. Einer der Gründe dafür ist das architektonisch einzigartige Fort, in dessen Mauern es nicht nur den großen Sog gibt, sondern auch eine wunderbar erhaltene Befestigungsanlage mit dem höchsten Turm des Landes, den man außerdem besteigen kann. Mit anderen Worten, hier kann man sehr viel entdecken und sehen. Im Suk werden alle möglichen Handarbeiten zum Kauf angeboten, von den berühmten Silberwaren bis hin zu Tontöpfen und Krügen, sowie natürlich der allseits bekannte Weihrauch, der allerdings aus dem Süden kommt. Das Schaf blökt und stemmt die hinteren Klauen in den Boden. Mit dem rechten Arm zerrt der etwa 70-jährige Besitzer an der Leine des Tieres. Mit der linken Hand presst er das Handy an das Ohr unter seinem weißen Turban. Ein Mann mittleren Alters nähert sich dem Schafsbesitzer, der sofort sein Telefonat beendet. Der Wortaustausch zwischen beiden Männern ist forsch und kurz. Schnell zieht der Jüngere eine Geldbörse aus der Tasche seines Übergewandes, blättert dem Älteren einige Geldscheine in die Hand und schon wechselt das Schaf, offensichtlich unwillig, den Besitzer. Nur ein paar Meter weiter befindet sich in einem anderen Teil des großen Suks von Niswa der Geflügel- und Kleinviehmarkt. Kaninchen hocken auf engstem Raum zusammen, während in andere Käfige so viele Tauben und Hühner gepfercht wurden, wie die Drahtgestelle es zulassen. Die Befestigungsanlage stammt zum größten Teil aus dem 17. Jahrhundert. Einige Teile stammen allerdings aus bereits wesentlich früheren Epochen, wie etwa der Wohnbereich neben dem Turm, der schon im 9. Jahrhundert errichtet wurde. Die gewaltige Festung ist Hauptattraktion und wichtigste Sehenswürdigkeit der modernen Stadt Niswa. Das Fort wurde komplett renoviert und ist gemeinsam mit seiner ausgezeichneten Infrastruktur aus Hotels und Restaurants der touristische Anziehungspunkt der Stadt. Errichtet wurde das monumentale Fort in den 1650er Jahren von Sultan Ibn Saif I., dem zweiten Imam der Yaruba-Dynastie. Seine Grundmauern gehen allerdings noch viel weiter bis ins 9. Jahrhundert zurück. Als damalige Hauptstadt Omans war Niswa und seine mächtige Festung der Hauptsitz der amtierenden Herrscher. Wer die mächtige Festung betritt, kann über das kraftstrotzende Bollwerk nur staunen. Hinter dem von zwei Kanonen bewachten Festungstor tut sich ein Labyrinth aus Treppen, Gängen, Terrassen, hohen Räumen und winzigen Kammern auf.
Am beeindruckendsten ist der riesige Rundturm der Wehranlage. Mit einem Durchmesser von 44 und einer Höhe von 28 Metern ist er der größte Turm des Oman. Auf der Kanonenplattform des Turms standen ursprünglich 24 Kanonen, die ohne toten Winkel die gesamte Umgebung beschießen konnten. Heute sind nur noch ein paar davon erhalten, von denen eine noch den Namen des Imams als Gravur trägt. Die stabilen Rundungen und meterdicken Türen wurden geschaffen, um heftigen Beschuss von Kanonen und Mörsern standzuhalten. Nicht sichtbar, aber deswegen nicht minder gewaltig ist der Umstand, dass die Fundamente der Festung bis zu 30 Meter in den Boden ragen. Die Festung von Bachla liegt direkt an der Straße nach Nisswa. Die Festung ist zusammen mit dem Ort Bachla von einer 7 Meilen langen Stadtmauer umgeben. Das genaue Baudatum ist unbekannt, wird jedoch auf das 17. Jahrhundert geschätzt. Auch die Erbauer sind nicht bekannt. Man vermutet jedoch, dass die Nabani die Festung gebaut haben. 1987 wurde die Festung als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt. Dieses schrullige Museum ist mehr ein Tag der offenen Tür als eine historische Ausstellung. Drei Damen begleiten die Gäste durch ihr traditionelles Haus im alten und bröckelnden Dorf Alhamra. Sie zeigen die kulinarischen Künste der Wacholderölproduktion, der omanischen Brotherstellung sowie der Kaffeebohnenmalung. Und es besteht die Möglichkeit zu einem Fotoshooting in traditioneller Landestracht. Im Schneidersitz im Majli, dem Empfangsraum, zu sitzen, umgeben von Fotos lokaler Scheichs, Kaffee und Datteln zu probieren und Gebärdensprache mit den Damen auszutauschen – ein unvergessliches Erlebnis. Als eines der schönsten Dörfer im Oman gilt der kleine Ort Al-Misfa in den Bergen. Ein riesiges Schild heißt die Besucher willkommen, fordert aber auch Pflichten der zahlreichen Touristen ein. Kurze Hosen sind tabu, Frauen sollen sich dezent kleiden und bevor man einen Dorfbewohner fotografiert, soll man ihn um Erlaubnis bitten. Außerdem soll man in den Obstgärten keine Früchte pflücken und ohne Einladung keine Häuser betreten. Eigentlich ist es traurig und bedenklich zugleich, dass man solche Regeln aufstellen muss. Welche Touristen sind da durch fremde Felder getrampelt und haben Obst gepflückt? Und wer möchte schon einen fotografierwütigen Besucher in seinem eigenen Wohnzimmer stehen haben? Manche Touristen versteht man einfach nicht. Oman. Das ist ein Stück Arabien, wie aus dem Bilderbuch. Auch wenn wir wissen, dass Sindbads Abenteuer die Erfindung eines Märchenerzählers sind, die Kulissen des Geschehens entsprechen der Wirklichkeit. Einen Teil davon kann man bis heute im Oman entdecken.